Ich höre doch schon wieder Zeugs, aber ich gehe erstmal da drüben hin. Moment. Kann man hier irgendwas sehen? Power ist aus. Gut, dann müssen wir die wahrscheinlich anschalten. Den Strom. Oder auch nicht. Hallo? Geh an! Na gut, dann halt nicht. Hier ist an, da drüben ist aus. Gut. Ich sehe dich doch. Ach, sei ruhig. Ach, Moment. So, wollen wir mal bei der Shotgun, wenn es hier um Zombies geht. Was ist das denn da drüben? Ach so, das geht hoch und runter, ich dachte schon. So, jetzt los und was zu mitnehmen. So, hier ist an, also geht die Tür nicht auf. Hier ist aus, also geht die Tür auch nicht auf. Kann ich denn hier irgendwo durch? So, und jetzt? Schauen wir mal oben nach. Vielleicht hat sich ja was verändert. Also diese Wassergeräusche, ich weiß nicht, aber geht natürlich auf den Senkel. So, kann ich das jetzt? Ja! Ruhe! Na super. So, was muss ich denn jetzt machen? Mensch, es ist ja alles so laut. Bis unten jetzt auf. Sieht nicht so aus. Ja. Frage ist, was können wir jetzt machen? So, die Seite haben wir angeschaltet. Irgendwas muss es da gebracht haben. Oben kommen wir auch nicht mehr. Nur hierhin. Hat sich denn hier irgendetwas verändert? Kein Rauchen. Pistolen sind aber in Ordnung. So, hier drüben ist nichts. Vielleicht funktioniert jetzt der Fahrstuhl. Ja, vielleicht geht jetzt der Fahrstuhl. Suchst du irgendwas? Ich glaube, dein Kumpel ist irgendwie auf der Nase gefallen. Na gut, lassen wir mal die Späßchen. Wir müssen ja hoch, also. Ich habe ja ein schlechtes Gefühl. Du Drecksack! Natürlich leer. Oh, Leben. Was heißt hier clear? Wow! Da erwarten uns also einige Heinis. Was? Was willst du mit meinem Hintern? Dein Arm, was ist mit meinem Gesicht hier? Nur 88 Leben wegen dir. Da geht's runter, da waren wir noch überhaupt nicht. Schauen wir doch mal nach. First Aid Station! Bitte sag mir ja! Granaten. Sonst noch irgendwas? Nee. Hopp. Jo, also, der einzige Weg ist ja jetzt hier lang.
Da ist nicht. Oder? Nee, hier ist ja auch eine Sackgasse, also muss ich ja irgendwo anders weitergehen. Schauen wir trotzdem nochmal nach. Wo ist denn der Unverfunden? Muss ich jetzt zurück? Guck mal nach. Ob sich irgendwas verändert hat. Ich bezweifle es. Nö, eigentlich nicht. Kann ich jetzt in irgendeine andere Tür hier rennen? Waren wir da unten schon? Weiß ich jetzt nicht. Ist alles so lange her. Schauen wir einfach mal nach. Sieht so aus, als ob wir hier schon mal waren. Ich weiß es nicht. Ist da unten noch eine Tür? Ja, aber ich glaube von dort kommen wir. Also muss ja irgendwo hier oben weitergehen. Also dieser Kribbeleffekt. Jo, also. Muss jetzt aber nicht hier runterspringen, oder? Nee. Da muss ja irgendwo hier sein, weil wenn die hier neu spawnen, dann ist ja irgendwie Gedingse. Geht's hier auf? Nö. Ja, ne. Nicht. Hier offen. Hier irgendwas. Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt mit dem Fahrstuhl noch in höher? Ah, nee, geht ja gar nicht. Puh, ja. Weiß nicht. Von hier bin ich ja schon lang. Da kommen wir wieder hier hin. Also kann es ja wirklich nur zurückgehen. Und ich weiß leider überhaupt nicht mehr, worum es ging. Und was wir überhaupt gemacht haben. Deswegen weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr. Kann ich hier rüber springen? Kann ich hier durch? Nee. Juhu, vorher nochmal ganz zurück zu gehen. Hier unten. Hopp. Ladebildschirm. Schauen wir doch mal nach. Na, komm jetzt. Diese Ladezeit, die gibt's ja gar nicht, muss ich hier alles übersprechen hier, wisst ihr. Okay, sieht so aus, als ob wir den richtigen Weg gehen. Hurra, noch einer. Du Sack! Ja, guck mal mich an! Meine Güte! Ich höre stampfen. Puh, wenigstens ein bisschen. War die Tür schon vorher offen? Naja. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Gab es hier unten was? Nö. Und hier kommen wir wieder zu diesem Riesenviech zurück. Ach, stimmt ja. Wir sollten ja die Power anmachen für den Typen. Jetzt weiß ich's wieder. Wie läuft der rum? Ach Quatsch. Komm mit mir. Nein, komm mit mir. Aber ich kann dich doch nicht hier zurücklassen. Huch. Sollte ich das machen?
Weiß ich jetzt nicht. Die sind kaputt. Wie komme ich jetzt dahin? Kann ich hier durch? Bevor wir erstmal Quick Save. Wo müssen wir? So sieht es aus, als ob wir dort lang müssen. Alter, ich habe keinen Bock hier jetzt runter zu gehen. Banzai! Wow! Nein! Ich will nicht! Ich ergebe mich! Alter Schwede! Nein! Der Himmel ist gerade so warm geworden. Jetzt nicht vom Flammenwerfer. Heiliger Schwede! Station aus dem Weg. Meine Güte, ey. Könnte ich noch ein bisschen mehr haben? Sonst noch was hier? Alter Schabutzki. So, wie sieht's hier aus? Gar nicht. Da drüben ist der Zug oder die Bahn. Oh mein Gott, da ist Leben. So, welchen muss ich denn jetzt nehmen? Ist, glaube ich, egal. Stehen bleiben. Wir sehen uns später. Hoffentlich. Das war das. Wie ist das schon der schnellste Gang? Ich gehe schon mal in Deckung. Oh, halt. Hey, it's Freeman, right? Ja. Hold up a sec. One of your scientist pals said they give you a message. Was für eine? You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Okay. Kann ich vorher noch mal sehen, ob du irgendwas hast, Muni oder so. Bisschen Leben wäre nicht schlecht. Gut, hast du nicht. Gut. Schon, gehen wir mal weiter. Den hier. Ladebildschirm! Ladebildschirm! Oh, diese ewig langen Ladebildschirme. Tja. Wir müssen eine
eine Rakete finden. Oder wenn er sagt, falls wir sie finden, sollen wir diese Rakete vom Kontrollraum aus starten. Ich muss ja schon sagen, die Musik ist echt Hammer. Auf der Strecke.